Also ich muss sagen, dass ich mich sehr der Wissenschaft verschrieben habe und wir uns auf ein System geeinigt haben, das man Peer Review Journals und so weiter nennt. Wir müssen uns irgendwo auf eine Wahrheit einigen und das kann, wenn mir jemand kommt mit, ich habe einen Kollegen, der hat eine Freundin und der Chef von ihr hat da so und so die Erfahrung gehabt, dann natürlich kann ich da persönlich nicht mit, aber als Unternehmer muss ich die Entscheidungen von manchen respektieren. Die müssen dann natürlich auch mit den Konsequenzen, sprich, wird halt ein bisschen mühsamer sein mit den ganzen Testungen und so weiter. Ich werde auf keinen Fall jemanden zwingen. Ich werde aber vielleicht durchaus ein Gespräch führen und versuchen, die Fakten darzulegen. Das traue ich mich schon zu machen. Aber ich finde allgemein eben, das sind Trends, die nicht nur beim Thema Impfung stattfinden. Wir haben überall sehr Themen, zu denen jeder eine, ich sage mal, eine Meinung hat, aber wenige sind wirklich auf einem Niveau, dass man jetzt die Science dahinter versteht. Ich ja auch nicht. Ich versuche mich halt an Quellen zu halten, denen ich Vertrauen schenke und wo es irgendwie transparent ist, woher dieses Vertrauen, also warum man das Vertrauen dorthin stiften soll. Und versucht dann halt bestmöglich meinen Weg da zu finden, aber nochmal zwingen werden wir niemanden. Und freue mich aber natürlich auf jeden, der uns da hilft, dass wir diese Pandemie endlich einmal wieder loswerden, sage ich jetzt mal.